Moin Moin, ihr Nerd-Taster, am 24. Januar 2019 erscheint endlich die Fortsetzung von Ralph Reichs, den Überraschungshit von Disney. Und wie der mir gefiel, das erfahrt ihr nämlich heute in Nerdcheck. Ja, wie gesagt, die lang ersehnte Fortsetzung von Ralph Reichs, der wirklich an den Kinokassen ja auch bei mir so gesehen eine Überraschung mit Chaos im Netz, eine Fortsetzung zu bringen, die sich jetzt nicht ebenbürtig ist, aber sich auch nicht verstecken muss. Nach einem unglücklichen Unfall stürzen sich Ralph und seine quirlige Freundin Vanellope ins Internet, um dort nach einem wichtigen Ersatzteil für Vanellopes Videospiel zu suchen. Dabei schauen sie nicht nur hinter die Kulissen des World Wide Webs, sondern begegnen auch allerhand schrägen Figuren, die es nicht immer gut mit unseren liebenswerten Helden meinen. Und wo sollen sie überhaupt in dieser unübersichtlichen und sich ständig verändernden Welt mit ihrer Suche anfangen? Gänzlich unerfahren im Umgang mit dem Surfen ins Netz richten die beiden innerhalb kürzester Zeit im Internet völliges Chaos an. Ja, das kann man mal so kurz und knapp mal eben auch so sagen. Das ist auch so, der Film ist auch ziemlich chaotisch vom Aufbau bisher. Er braucht lange Zeit, um wirklich diesen Magic-Punkt, ich sag's ja mal gerne in solchen Filmen, dieser Magie-Punkt, wenn der überspringt. Und es ist so, vom Anfang bis so eine halbe Stunde zieht sich so ein bisschen der Film, sag ich mal. Dann wird es aber richtig lustig, weil diese Idee mit diesem World Wide Web, das Wi-Fi, das ist schon ziemlich cool gemacht und viele Franchise-Sachen von Disney kommen drauf, die nehmen sich einfach selber aufs Korn, das finde ich einfach lustig und die Witze reißen da auch. Nur zum Schluss hin, da wird es wieder so ein bisschen, ja, da ist so ein Knackpunkt, da wollten sie glaube ich zu viel einfach und dann das Ende ist eigentlich wieder ganz cool mit der Message. So merkt ihr aber auch so, dass, weil wenn man Ralph Reichs kennt, das war ja durchgehend immer Gagfeuer, es hat gezündet, das war was anderes, das war was Neues, ist klar. So eine Fortsetzung muss man auch gestalten, liebevoll ist es auf jeden Fall, da steckt sehr viel Herzblut drin, animationsmäßig ist es wieder erste aller Sahne, das kann man einfach nicht sagen, viele komische, sag mal, Videospielfiguren, die man kennt oder so weiter, die sind, kommen da auch drinne vor. Das macht einfach Spaß und natürlich auch so dieses Wi-Fi, diese ganze Internetwelt, die wirklich auch viele Sachen vertreten sind, die man so kennt, macht das einfach besser als Emoji der Film. Und das muss man auch mal einfach hoch lobenswert anerkennen an Disney. Das haben sie gut umgesetzt. Wenn es teilweise manchmal auch ein bisschen Schleichwerbung ist, in diese Richtung, sag ich mal, wenn man so Amazon sieht oder Google oder eBay. Aber seid mal gespannt, was da so auf euch zukommt. Ja, wie ich schon angesprochen hatte, es sind viele Easter Eggs vorhanden, es sind viele Charaktere, die versteckt sind und so weiter. Viele zum Beispiel werden abfahren auf Part 10. Es wird auch mal wirklich so, es sind lustige Gags dabei, wo man sagt, okay, ach, habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, aber an einem kleinen Punkt guckst du auf irgendwie ein T-Shirt oder so weiter und da wirst du auch ein bisschen schmunzeln und auch lachen. Aber wie gesagt, es wird alles aufs Korn genommen. Es wird wirklich das Darknet, es wird die Prinzessinnen, es wird das Star Wars Universum aufs Korn genommen. Naja, das ist einfach so, wo man sagt, sei gespannt, aber wie das so ist, das wird dann nochmal dann im 24. Januar euch dann nochmal gezeigt. Aber kann jetzt der Film wirklich den ersten Teil übertrumpfen? Nein. Dafür sind teilweise zu viele Längen drin, die Gags zünden einfach nicht. Die Animation, wie gesagt, ist sogar vielleicht ein Ticken besser. Von den ganzen Ideen her kann man es so ein bisschen auch gar nicht vergleichen. Aber trotzdem ist das so ein bisschen auch zum Ende eine coole Message, die wirklich sehr gut rüberkommt und wo ich sagen muss, hat mir gut gefallen. Ist kein schlechter Disney-Film, auch keine schlechte Fortsetzung. Und damit bekommt einfach Ralph Reich 2 Chaos im Netz von mir eine 7 von 10. Nochmal anzumerken, ich habe die 2D-Version gesehen, kein 3D, da kann ich gar nichts zu sagen. Und ich habe auch keine deutsche Version gesehen, ich habe nämlich die amerikanische Version gesehen. Und das war meiner Meinung nach eine gute Version und die kann ich euch natürlich wieder wärmstens ans Herz empfehlen. Ja, wenn ihr euch vorhabt, diesen Film anzugucken, schreibt das doch mal in die Kommentare rein. Lasst natürlich gerne ein Like da, ein Abo und wir sehen uns bei dem nächsten Video hier auf Nerdtaste. Ich bin's Dennis und bis dann. Ciao und bam.